Herzlich willkommen zurück zu Star Wars Squadrons mit Arezo. Ich bin Arezo. Wir haben hier die Vanguard-Staffel nach der Schlacht von Endor. Vanguard-Staffel am Temperance. Hört ihr uns jetzt? Da war was mit der Langstreckenkommunikation. Ihr seid jetzt schon die dritte Patrouille mit Kopf-Blackouts. Kommt zurück, Gunny. Der Kommandant erwartet einen Bericht. Lausige, komm! Gehen uns stundenlang auf die Nerven. Jetzt kommen wir zu spät zum neuen Boss. Lust auf ein Rennen nach Hause, Frisk? Vielleicht schaffen wir es dann noch, bevor die Rede zu Ende ist. Keo, ich flieg nicht gegen dich. Ich habe meine Lektion schon nach den ersten 12 Mal gelernt. Sei ruhig, die Rede geht jetzt los. Ich bin kein Freund langer Reden. Also nur ganz kurz. Es ist mir eine Ehre, die Temperance und diese Flotte zu übernehmen. Ruf und Rechtschaffenheit der Vanguard-Staffel sind unübertroffen. Darum sind wir ab sofort einer Initiative mit dem Codenamen Projekt Starhawk zugeteilt. Starhawk? Dann waren die Gerüchte über ein Geheimprojekt also wahr. Was denkst du, ist es? Eine Art Waffe? Der Schlüssel zum Sieg. Wenn's den Krieg beendet... Völlig egal. Mich kümmert's. Ich mag es zu wissen, für wen ich arbeite. Die guten Frisk, weißt du noch? Die einzigen in der Galaxis, die kein Kopfgeld auf dich ausgesetzt haben. Ah, Grace. Der Tag ist noch jung. Kommt schon. Zurück zur Temperance. Wir können den neuen Boss kennenlernen und alle anderen auch, die er so mitgebracht hat. Gut, also der Verräter ist jetzt unser neuer Boss, zumindest auf der Seite der Neuen Republik. Ah, da bist du ja. Ardo hat mir bereits von dir berichtet. Ich bin Serelda Sage, Chefmechanikerin. Das Schiff hier, die Temperance, ist mein ganzer Stolz. Du wirst dich bestimmt sofort in die Action stürzen. Wo wir schon dabei sind, da ist der Rest deiner Staffel. Hey, Gani, ich habe hier deinen neuen Piloten. Geht schon mal vor, wir sehen uns drin. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Ich bin Kyra Kuva, aber du Hallo. Kannst mich Gunny nennen. Freut mich, dich im Team zu haben. Ihre Spezies erkenne ich nicht. Nach der Besprechung, okay? Okay. Du trittst einer der besten Staffeln der Neuen Republik bei. Ich hoffe, du wirst unseren Ansprüchen gerecht. Du musst denen in den Besprechungsraum folgen. Ich glaube, unser neuer Commander wartet dort auf dich. Ja, okay. Betritt den Besprechungsraum. Kein Problem. Ich habe übrigens zwischenzeitlich nachgeguckt, was das Auribesh da oben darstellt. Inzwischen könnte ich das wahrscheinlich auch lesen, weil ich jetzt Zeit hätte zu lesen und hier einen schwarzen Hintergrund machen könnte. Da steht nämlich Objectives. Okay. Nee, Entschuldigung, da steht Objective, nicht Objectives. Betritt den Besprechungsraum. Ich darf mich nicht bewegen, aber ich darf hier klicken. Okay. Also ich darf nicht laufen, aber ich darf mich umgucken. Ah, da bist du. Sehr gut. Hallo. Ardo, unser neuer Vanguard 5. Der Pilot, der dir bei Foster Haven den Allerwertesten gerettet hat. Ardo Baradai, Flottenspionage, sehr erfreut. Du Hallo. Bist zur Belohnung nach Chandrilla versetzt. Eine Ehre. Sehr sicher. Aber gute Piloten müssen eben fliegen. Ich brauche Vertraute. Und du brauchst doch die Action, oder? Und an der mangelt es hier in keinster Weise. Gut. Einsatzbesprechung. Willkommen zurück an der Front, Vanguard 5. Okay. Also, wir sind Vanguard 5. Okay, wir haben hier einen Trandoshana, dort haben wir eine Mirialanerin. Da haben wir einen Menschen. Mon Calamari, kann ich nicht zuordnen. Und auch eine Menschen. Okay. Mal sehen, ob wir noch mehr über die erfahren, außer die Spezies. Ich meine, über den Trandoshana wissen wir, dass es Kopfgelder gibt, die auf ihn ausgesetzt sind. Natürlich auf relativ viele Leute in der Neuen Republik, weil viele davon sind eben Verbrecher. Sicherlich hast du bereits bemerkt, dass das Imperium unsere Kommunikation im gesamten Sektor blockiert. Ich fürchte, dass dies der Vorbereitung einer Invasion dient. Vanguard-Staffel, ihr sollt euch aufteilen, um dieses Problem anzugehen. Frisk und Grace. Bringt unsere neue Pilotin an die Grenze des Brenntalsystems. Die dortigen Späher haben sich zu lange nicht gemeldet. Findet heraus, was ihnen zugestoßen ist. Trefft dann die Staffel nahe dem Planeten Kavas. Gunny und Keo, dorthin werdet ihr euch begeben.
Wäre ich noch ein Imperialer, dann würde ich dort Störschiffe stationieren. So wie ich das Imperium kenne, unterbrechen sie mit den Störschiffen unsere Langstreckenkommunikation. Sie haben bestimmt eine TIE-Staffel im Schlepptau, vernichtet alle imperialen Staffeln und Störer. Die Kommunikation muss wieder funktionieren, sonst ist Projekt Starhawk in Gefahr. Sammelt euch und kehrt zurück zur Temperance, sobald eure Mission abgeschlossen ist. Legt euch ins Zeug, Vanguard-Staffel. Okay. Oh, okay, wir können tatsächlich mit den Leuten sprechen. Das ist doch nett. Na gut, mit manchen Leuten. Der Besprechungsbildschirm hier sieht aus, als könnte man eventuell ein bisschen Einfluss darauf nehmen, was man für Missionen macht. Das wäre ganz nett. Und außerdem, die Animation dort eben sah aus, als hätten wir unterschiedliche Jäger. Ich glaube, dort hatte eine Person einen A-Flügler zum Beispiel. Hallo, Graysalia Vatara Sina. Du kannst mich einfach Grace nennen, wenn du möchtest. Okay. Hallo. Ich bin so lange bei der Vanguard-Staffel, dass Gunny mich zur Stellvertreterin gemacht hat. Und sie vertraut echt nicht jedem. Insbesondere nicht Leuten aus imperialen Familien. Tja, jeder erfährt früher oder später davon. Ja, meine liebe Familie baut leider TIE-Jäger für das Imperium. Und es bereitet mir unheimlich viel Vergnügen, ihre Jäger zu zerstören. Ich hoffe, dir geht es genauso. Wir sehen uns. Okay, bei der Qualität, die wir hier bisher hatten mit der Synchronisation und der Grafik und so, was eben gute Qualität ist, finde ich es ein bisschen enttäuschend, dass wir gar nichts sagen, gar keinen Einfluss darauf haben und es dann eben so besprochen wird, als hätte ich was gesagt. Außerdem haben wir hier natürlich dieses kleine Problem. Sehr, 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 sehr viele Leute in der Neuen Republik haben dieses Problem mit der Verwandtschaft im Imperium. Ich meine, nicht jeder ist Leia Organa, die eben tatsächlich einen quasi Gründervater als, ja, ihren Adoptivvater dort hat. Ja. Also, das ergibt nicht so viel Sinn. Das würde Sinn ergeben ein, zwei Generationen später, aber... Oh, hi. Hallo. Ich bin Kyo Venzi. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Wir werden gemeinsam großartige Dinge erreichen, glaub mir. Vanguard ist ein tolles Team. Ich bin früher mal Rennen gefahren, aber jetzt kämpfe ich gegen das Imperium. Das ist mein Aufstieg, was? In der Vanguard-Staffel helfen wir uns gegenseitig. Du fühlst dich bestimmt bald wie zu Hause. Ganz egal, was es mit diesem Projekt Starhawk auf sich hat. Ich bin mir sicher, dass uns die Commander davon erzählen, sobald die Zeit reif ist. Aber erst müssen wir die Späher finden. Dem Schlachtplan zufolge fliegen wir diese Mission nicht gemeinsam, aber früher oder später fliegen wir zusammen. Wir sehen uns draußen. Okay, ich finde schön, dass wir auf jeden Fall ein bisschen Charakterisierung haben. Mit ihr, die eben die Rennen fliegt und vorhin auch mit Risk oder Frisk, ich bin nicht ganz sicher, der Trantoshana, dort eben ein Rennen fliegen wollte. Wir können in den Hangar laufen. Okay, machen wir das mal. Gucken, ob wir da irgendwas... Verlasse den Besprechungsraum, war tatsächlich unsere Mission dort. Sprich mit Frisk und Gunny. Okay, hier kann ich mit den anderen Leuten sprechen. Ich möchte mir aber nochmal angucken, was passiert, wenn ich auf Besprechung klicke. Hast du bereits bemerkt, dass das Imperium unsere Kommunikation im gesamten Sektor blockiert? Ich fürchte, dass dies der Vorbereitung einer Invasion dient. Vanguard-Staffel, ihr sollt euch aufteilen, um dieses Problem anzugehen. Frisk und Grace, bringt unsere neue Piloten... Okay, X-Flügler, Y-Flügler. Die dortigen Späher haben sich zu lange nicht gemeldet. Findet heraus, was ihnen zugestoßen ist. Trefft dann die Staffel nahe dem Planeten Kavas. Okay, wir können uns das immer noch mal angucken. Wäre ich noch ein Imperialer, dann würde ich dort Störschiffe stationieren. Ah, Flügler, und das hier kommt mir bekannt vor, aber ich kann es nicht zuordnen. Unterbrechen Sie mit den Störschiffen unsere Langstreckenkommunikation. Ja, okay, wissen wir ja. Danke sehr. Okay, wir gehen mal zum Hangar. Also das hier ist momentan eher wie eine Visual Novel. Mit Frisk und Gunny sprechen sollen wir, also sprechen wir mit Zerada. Liegt mir nicht. Ich habe hier einen X-Flügler für dich bereitstehen. Ein echtes Schmuckstück, wenn du... Entschuldige, der Druide wirft mir einen komischen Blick zu. Irgendwas führen diese kleinen Rostkübel doch immer im Schilde. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass du dich an mich wenden kannst, wenn du irgendwas für deinen Jäger brauchst, in Ordnung? Ich kümmere mich dann darum. Okay. Wir sollten deinen X-Flügler vor dem Flug einmal überprüfen. Steig ins Cockpit, wenn du bereit bist.
Gab's da gerade eine Durchsage, dass man sich gegenüber den Druiden benehmen soll? Das ist nett. Wobei das... Ich glaube, das war auch eben... Also dieses ganze Druidenrechtssache-Ding, das gab's zum Teil in den Büchern, aber nicht so viel. Das war eher eine Einzelsache von Leuten wie Luke Skywalker eben. Leute, die eben persönliche Druiden hatten. Ich meine, es gab die Androidin Guri, glaube ich, hieße, die wirklich aussah wie eine Menschin auch. Die gehörte zu Prinz Sixor, wenn ich mich recht erinnere. Endlich können wir uns ein wenig besser kennenlernen. Wie Hallo. Gesagt, ich bin Garni. Bleib wachsam und mach keinen Ärger. Dann verstehen wir uns bestens. Es gab so einen Kommunikationsausfall kurz bevor das Imperium Mimban angegriffen hat. Damals habe ich viele Freunde verloren. Aber heute kann ich mit einem Blaster umgehen. Du fliegst heute mit Frisk und Grace. Sag ihnen ruhig mal Hallo. Ja, Grace habe ich schon Hallo gesagt. Geben kann, ist bei deiner Staffel zu bleiben. Klingt simpel, aber manchen Hitzköpfen und Einzelkämpfern muss es trotzdem gesagt werden. Auf zu deinem Schiff. Ja, demnächst. Jetzt muss ich aber gerade noch mit Frisk reden. Freut mich, dich kennenzulernen. Der Trupp nennt mich Frisk. Naja, außer Grace, die nennt mich bei meinem richtigen Namen, wenn sie wütend ist. Ich weiß, man trifft selten so gut aussehende Kerle wie mich an der Front der Rebellion. Der Neuen Republik oder wie auch immer wir uns jetzt nennen. Ich habe früher in der Warenakquise gearbeitet. Du weißt schon, nach Trophäen, Antiquitäten und ähnlichen Dingen gesucht, die Sammlerwert haben. Bis man dieses lästige Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Woher hätte ich wissen sollen, dass das Gemälde eine Fälschung war? Oder dass dieser imperiale Gouverneur damit von Admiral Thrawn angeben wollte? Aber das ist das Tolle an der Rebellion. Es gibt immer Platz für einen guten Piloten. Kopfgeld hin oder her. Sag mal, spielst du vielleicht Zabak? Ich bin noch Anfänger und möchte üben, aber niemand hier will mit mir spielen. Wärst du für ein paar Runden zu haben? Natürlich würden wir um Credits spielen. Wie soll ich mich sonst verbessern, wenn nichts auf dem Spiel steht? Wir sollten uns vorerst auf den Kommunikationsausfall konzentrieren. Okay, wenn das Spiel tatsächlich ein vernünftiges Sabak-Spiel mit integriert hätte, das wäre klasse. Dann, hier hatten wir jetzt die erste richtige Abweichung vom richtigen Kanon, dem Vor-Disney-Kanon, weil hier direkt von Admiral Thrawn geredet wurde und der wird erst in einer halben Dekade oder so. Obwohl, in dem Moment. Naja, es ist schon ein bisschen hin. Er kommt erst aufs Spielfeld im Prinzip, als die Zwillinge geboren werden, also Han Solo und Leia Organa Solos erste Kinder. Also das dauert eigentlich noch eine ganze Weile und da ist er eben auch schon Großadmiral und nicht Admiral. Ja, aber ich weiß, dass in der Ich glaube, in der Clone Wars-Serie oder in der Rebels-Serie, ich bin nicht ganz sicher, ihn schon eingeführt haben. Und ich weiß auch, dass er in der Mandalorianer-Serie jetzt schon angesprochen wurde. Und ich muss das irgendwann mal gucken, ja, aber es ist nicht so leicht. Okay, bereit machen zum Start. Ah, der X-Flügler. Fundament der Rebellenallianz und unserer neuen Republik. Ein vielseitiges Schiff, das es mit jedem Jäger- und Großkampfschiff der imperialen Flotte aufnehmen kann. Nein. Der kann es definitiv nicht mit jedem Großkampfschiff der imperialen Flotte aufnehmen. Selbst mit der Exekutor weg, haben wir immer noch einen Haufen imperialer Sternzerstörer, Klasse 1 und 2. Also, nein. Und ein einzelner X-Flügler kann es damit nicht aufnehmen. Ein einzelner X-Flügler kann es erstaunlicherweise mit einem Todesstern aufnehmen, aber nicht mit einem Sternzerstörer. Andererseits, wenn sie die Schilde ausmachen tatsächlich, so ein Proton-Torpedo hat eine Menge Kraft. Vielleicht. Aber dazu muss wirklich ein massives Fehlverhalten auch im Sternzerstörer vorliegen. Okay, Max Rumpf, Max Schilde, Max Geschwindigkeit, Max Beschleunigung und Wendigkeit. Okay, gut. Wird schon hinhauen. Ausrüstung anzeigen. Primärwaffe ist die Standard-Laserkanone. Linker Zusatz ist ein Reparaturdroide. Rechter Zusatz ist eine Erschütterungsrakete. Okay, wir haben keine Proton-Torpedos bei. Gegenmaßnahmen, Suchsprengköpfe.
Rumpf, Standard, Rumpf, Schilde, Standard, Deflektor, Triebwerk, Standard, Triebwerk. Klingt gut. Und starten. Einsatz in jetzt. Ich sehe gerade. Einsatz in jetzt ist vielleicht nicht so ganz gut, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben für die Folge. Aber das sollte ja auch nur ein Systemcheck sein, ne? Also gut, ich installiere gerade deinen Astromektroiden. Pass gut auf ihn auf. Okay, wie heißt der Kleine? Hallo? Ruhe, du Blechdose, wir müssen vor dem Flug noch eine Überprüfung durchführen. Radar läuft tadellos. Ausrüstungsdaten sehen gut aus. Kampfdisplay, check. Primäre Waffensysteme, geladen und bereit, heiß abzuschießen. Soll ich meinen Testschuss abgeben? Okay, dann würde ich sagen, drücken wir in der nächsten Folge zum Starten die linke Maustaste. Diese Folge beende ich jetzt hier. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der wir wieder rumfliegen dürfen. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentar und adios.